Ich habe einen Steinbeutel. Ja, jetzt sollten wir vielleicht nicht mehr an den Strand. Aber wir wissen jetzt zum Glück, wo wir die Wildschweine finden. Das heißt, bei den Wildschweinen haben wir sozusagen multiple Sachen. Wir können den Wärmeanzug machen, um überhaupt im Schneegebiet rumzugehen. Und wir können damit einen Steinbeutel machen. Damit kann man die, die Kapazität der Steine erhöhen. Das ist ganz nice. Was ist das für ein Geräusch? Ja, das war meine Brille unter den Kopfhörern. Ach so. Ich hab schon wieder Angst gehabt. Nein, das war nur ich. Kann man irgendwo Blätter lagern? Nee, die Blätter hast du gleich immer dabei, so wie das Geld und das Kleingeld. Also wir finden hier noch so viel Kohle. Das ist halt normal, dass man das ganze Inventar voll hat. Also es ist nicht so Minecraft-mäßig oder so. Ja. Sondern hier, das ist vollkommen normal. Eine Couch kann man sich auch machen, sehe ich gerade. Ja. Mein Gott, diese Schädellampen, ne? Jedes Mal. Ja. Ein Knochenrahmen. Toll. Ein Stockrahmen, Vogelhäuschen. Ach ja, ein Vogelhäuschen ist auch nicht schlecht, ne? Vogelhäuschen, die sind dann immer da und man kann dann extrem gut Federn farmen. Boah, dann. Würde ich sagen, machen wir noch eine Hasenfalle und eine Menschenfalle, ne? Ja, Menschenfalle ist halt immer lustig so. Es gibt halt unterschiedliche. Also es gibt eine, da werden die sozusagen am Fuß gepackt und hängen dann Kopf über. Und sind auch lebendig, können sich auch befreien oder von anderen befreit werden. Das ist auch immer lustig, das mit anzugucken. Und dann gibt es auch so einfach so Stachelwand. Gehen rein, die Stachelwand springt hoch und die sind dann so aufgespießt und tot. Die ist ganz nett. Also ich habe dann immer so die Idee gehabt, als ich das damals gesehen habe bei anderen, dass man theoretisch halt so eine Art Trichter bauen könnte. Also mit diesem Schutzwall hier. Dass der halt immer enger zusammenläuft. Ja. Und da, wo das halt relativ zusammenläuft, ist dann deine Tür, wo der engste Punkt ist. Ja. Und links und rechts davon machst du halt die Fallen. Ach so. Also wenn sie hinterher sind, dann gehst du einfach geradeaus durch die Tür durch, dann werden sie so zusammengedrängt durch diese Trichterform und lösen automatisch die ganzen Fallen links und rechts aus. Ja. Weißt du nicht, ob das auch mit dem Spiel, mit den Spielmechaniken hier möglich ist, aber wäre cool, wenn man halt auch so farmen könnte. Ne? Muss halt nur bis zum Tor kommen, reinlaufen und hoffen, dass sich keiner reinfolgt und dann bist du halt schon sicher und den Rest erledigen die Fallen. Wir können halt auf jeden Fall noch nicht, trinken. Noch nicht. Die Bären geben uns auch. Was wollte ich sagen? Wasser. Ich bin schon völlig fertig. Ich bin ein bisschen kaputt gerade. Wir werden auch nicht. Und ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte. Ich bin gerade ein bisschen müde. Wir können auch gleich noch so eine kurze Pause machen. Dann könnte ich kurz was essen. Dann können wir noch ein bisschen weiterspielen und dann. Ja. Ja. So, warte mal. Erstmal möchte ich hier aber noch, bevor. Würde ich gerne noch so einen Felspfad machen. Oder so einen Steinpfad. Nicht Felspfad, Steinpfad. Wo waren der jetzt? Felspfad. Wie baue ich den? Ich glaube einfach hinlegen, oder? Ach so, okay. Ich will das mal kurz ausprobieren. Okay, irgendwie. Oh Gott, du bist das. Oh, ich habe mich schon Angst bekommen. Okay, ich habe jetzt beim Wasserfall so Vogelgezwitscher, so stinknormales tagsüber Vogelgezwitscher. Okay. Obwohl es Nacht ist, gruselig. So. Folie da unten? Nee. Ach nee, das Wasser. Nimm mit. So. Du kannst nicht mehr Steine tragen. Ich wollte das mal ausprobieren. Wo ist denn das? Ja. Oh, dein fehlt noch. Ach so. Ist schon fertig. Okay. Ach so, sieht das dann aus. Ja gut, braucht man nicht unbedingt, ne? Ne, es war ein Vogel. Huch. Nee, also man kann damit halt auf so glatten Flächen, hier ist er so ein bisschen uneben. Mhm.
eher draußen kann man damit richtig schöne Wege machen. Also sieht dann auch richtig ordentlich aus. Ah, okay. Sieht nach Zivilisation aus, aber... Also ich bin ja noch fast dafür, dass wir hier hinter... Also nicht direkt hinter, aber hier am Haus so lang vielleicht doch nochmal was bauen. Aber erstmal gucken, wie die Eingeborenen damit umgehen. Joa, oh, ich habe Hunger und Durst. Ja, nimm die von den Bären, das ist eigentlich am besten. Die machen beides weg. Ja? Ja. Oh ja, stimmt. Das mit den Bären ist richtig gut. Ja, auf jeden Fall. Das vereinfacht das so ein bisschen. Ich hätte halt auch nicht gedacht, dass die das Wasser wieder auffüllen, aber das tun die. Weil am Anfang haben wir ja so ein bisschen... Oh. Was denn? Hey, das war draußen ein Hund. Oh, oh doch, da. Oh mein Gott. Kommen da welche? Her. Komm her, schnell. Dann siehst du die auch. Wo? Da unten. Guck mal geradeaus durch. Alles klar. Das sieht aus wie eine. Wie eine richtig große Spinne. Also Spinnenvieh, ja. Oder? Ja, ich kann sie ja mal anlocken. Weiß nicht, sieht sie uns? Hallo. Dann siehst du auch mal, was es noch für andere Viecher es gibt. Okay, alles klar, getriggert. Kommt die jetzt hinterher? Okay, ja. Oh, lauf. Die hat halt vier Beine, ne? Oh Gott. Ah, geh rein. Kommt die jetzt hinterher? Keine Ahnung. Gucken. Da hinten ist sie, ne? Ja. Wollen wir noch mal rausgehen? Ja. Und dann schnell ins Haus? Was können wir denn triggern? Können wir nicht Steine auf die werfen? Wo ist sie denn jetzt? Ja, die ist da. Ich sehe sie nicht. Doch, siehst da du's? Ist sie. Ich sehe sie, ja. Die läuft weg. Das ist doch aber nichts, das ist ja kein Mensch mehr. Nee, das ist schon... Oh Gott! Okay, hast du jetzt das gehört? Den Schrei? Nee. Bei mir hat was richtig... Oh, sie verfolgt mich, oh Gott, sie hat ihre Beine hochgerissen, verfolgt mich. Siehst du sie? Nee. Eben hat was ganz laut geschrien bei mir. Ich hoffe, sie kommt halt her, damit du sie siehst. Ja, sie kommt. Sie ist da hinten. Ja. Okay, jetzt. Greift sie dich an? Oh! Oh Gott, Alter! Hilfe! Jetzt ist sie stehen geblieben. Ja, ich will halt, dass sie kommt. Komm noch mal zum Wasser Haus. Wasser mögen sie nicht. Was das ist denn ist halt, das? Wenn Wasser fällt, was ist denn das für ein... Ja, ich glaube, das ist ein sogenannter Muschiklaus, so wie ein Gronkh. Ah ja, stimmt. Ins Wasser, dann ist sie tot. Kommt sie noch? Ja, sie ist hinter dir, sie steht hinter dir. Ja, sehr gut. Ah, das ist doch kein Mensch. Nein. Das ist irgendwas anderes. Boah. Sowas Zusammengewachsenes. Ja. Oh Gott. Und sie hat halt auch Brüste und keine Ahnung, was das so... Irgendwie beides vielleicht, ich weiß es nicht. Jetzt steht sie vorm Haus. Ja, sehr gut. Jetzt kommt sie zum Haus angekommen. Hallo! Aber ins Haus kommt, passt sie ja gar nicht rein, ne? Oh Gott! Oh Gott! Oh, da steht sie, guck mal, jetzt kannst du gucken. Aber das sieht aber auch schon aus. Das sieht aus wie so ein... Das sieht aber aus wie so ein zusammengewachsener Mensch oder so, ne? Ja, oder halt beides zusammen so. Jetzt springt sie auf unserem Haus herum. Nee, sie hat, kann immer, ihr Angriff ist, dass sie zwei Beine so hoch nimmt und dann wie so eine Spinne. Hat sich so angehört, als. Oh Gott. Hallo. Oh, mir ist kalt. Oh, warte mal. Können wir hier drin Lagerfeuer machen oder eher nicht? Oh, sie trifft uns auch, Vorsicht. Ja, deswegen... Ich mach mal ein Barbecue. Nicht, dass unser Haus dann brennt. Das nicht. So, jetzt brennt sie.
Oh, jetzt dreht sie durch, weil sie brennt. Oh! Sie ist schön warm. Oh Gott! Oh, sie hat mich wieder getroffen, Vorsicht. Hä, aber die ist ja. Die, das macht er ja nix. Naja, sie ist schon geschwächt, aber. Die ist ja ganz schön resistent. Wow. Na, kommen Sie mal her, die junge Dame. Oder was auch immer du bist. Du hast ja zu viele Brüste deswegen. Jungen oh, Damen. Ich wüsste mal gern, was das genau ist. Ein Mutant. Oh Gott, wo ist sie? Auf. Oh Gott, davor. Aber können wir die nicht auch auseinandernehmen? Mhm. Aber draußen ist wahrscheinlich zu schwierig, ne? Ja, nicht sterben. Nimm mal Medikamente. Ja. Oder brauchst du noch welche? Ich hab sonst noch. Nee, ich hab. Ich dachte immer nur, ich komme halt mit schwer. Es hört sich so an, als ob sie auf unserem Haus touren würde. Der ist halt jetzt schon wahrscheinlich kaputt, ne? Also. Ja. Oh Gott. Au. Ja, ich bin da ja auch schon geschlagen worden. Ja, du, zum Glück hattest du die Rüstung. Wo ist sie denn jetzt? Immer noch da vorne, oder? Also es hört sich so an, als wäre sie hinter mir. Na, die soll immer zum Fenster kommen, dann wird die ein bisschen besser. Hm. Wir können ja mit dem Speer werfen, das wäre. Jetzt halt wird es schon wieder hell, ne? Oh, ah! Autsch. Können wir die nicht irgendwie anzünden oder so? Ich hab die ja schon angezündet. Ja, aber die ist ja noch nicht tot. Nee, wir müssen halt immer weiter. Du kannst doch versuchen, nochmal deinen Speer zu werfen. Ich hab meinen schon geworfen. Ja, halt warte. Der Speerangriff ist halt relativ tödlich. Ausrüsten. Ich brauche nochmal einen Molotow-Cocktail. Ja, mach das mal. Alkohol, Stoff, Molotow. Mit L kann man anzünden. Aber wir könnten noch schlafen gehen. Ja, wir wollen jetzt. Oder? Oder nicht? Oh mein Gott! Oh Gott! Oh Gott! Vorsicht, stirbt nicht. Stirbt nicht, stirbt nicht. Ah. Geh ins Wasser sonst. Ja, alles gut. Für mich tipptopp. Okay, gut. Ja, die werden wir nicht mehr los, ne? Die will jetzt unser Haus zerstören. Also zu gewöhnlich. Die ist hinter uns. Halt voll am Po. Ja, warte. Geh mal da in die Ecke und bisschen ab. Längst. Bist du draußen? Kommt jetzt her oder nicht? Oh Gott. Hallo. Ja, warte, soll ich jetzt werfen? Molotow. Es ist gefährlich. Wie werfe ich denn? Durch L, um ihn anzuzünden. Achso, den Speer mit rechts gedrückt halten. Und dann? Mit links. Und dann links. Und dann links. Zack. Ich habe sie umgebracht. Durch das. Und jetzt schön E drücken und das Fleisch rausschneiden. Okay. Das ist ja grausam. Oh, jetzt habe ich dein Speer gleich gesammelt. Oder? Nee. Hast du dein Speer? Aber nee, das Ding ist, ich kann damit nichts mehr machen. Ja, es ist tot. Kann ich das nicht irgendwie auseinandernehmen oder essen oder so? Ich ja, du kannst halt hier, ne, schön auf den Kopf. Denn wie wir wissen, gibt es. Können wir jetzt. Das hat aber viele Dinger. Es sind ja auch gar keine richtigen Füße. Aber können wir die Knochen davon jetzt nicht bekommen? Hier, guck mal, was ich hab. Da. Oh, was ist das? Ihr Kopf. Das ist der Kopf. Hier. Oh, das können wir als Trophäe. Also das, was du machen musst, ist auf jeden Fall drangehen und E drücken. Damit schneidest du dir ein Stück von ihrer Haut raus. Habe ich schon. Ich habe ja schon was rausgedrückt. Genau, und das hier, dann steht da auch Mutantenrüstung. Und das Mutantenrüstung. Ist die stärkste Rüstung, ausrüsten. Die es gibt. Hab ich. Aber was machen wir jetzt mit ihr hier? Mit dem Rest? Guck mal mich an. Habe ich schön Fleisch an mir hängen. Oh ja, stimmt. Ich auch. Du hast 4 Hände und noch irgendwie was. Du hast auch ganz viele Hände an dir dran. Du siehst ganz fleischig. Du siehst auch ganz fleischig und eklig aus. Und das kann man halt komplett machen. Okay. Man kann den Kopf abschneiden als Trophäe und ansonsten nichts machen. Okay. Den können wir halt auf so einen Holzstab aufhängen dann. Hier über den Kamin oder. Aber wollen so. Wir nicht, ich will das jetzt hier nicht liegen haben. Wollen wir das nicht irgendwie. Nee, das despawnt irgendwann. Das ist irgendwann weg. Also da brauchst du dir sozusagen keine Gedanken drum machen. Ach so, das ist aber nicht so schön so vom Haus, ne? Das ist.
Ja, dann haben wir das auch gesehen. Ja. Dann kann ich jetzt in Ruhe frühstücken. Also hier in-game. Und auch gleich was essen. Da habe ich jetzt Videomaterial für Ende des Jahr bis Ende des Jahres. Ja. Wir waren gar nicht schlafen. Weil wir uns die ganze Nacht um den Mutanten gekümmert haben. Ja. Oh, guck mal, man kann das so... Kann ich das auch tragen? Nee, ne? Hast du meinen Speer eigentlich aufgesammelt? Unser Kamin ist wunderschön. Das ist ja hübsch, aber man kann gar nicht... Also ich habe einen Speer aufgesammelt. Ich weiß auch nicht, ob das mein oder deiner war. Okay, weil ich habe keinen Speer mehr. Hä? Okay, warte mal. Also du kannst ihn ja behalten. Nee, dafür brauchen wir Knochen. Der müsste ja noch da sein. Ich habe die hier abgeworfen. So, was geht hier so?